shame. Inside a door before, but let me try to explain. But if it's to shame, is that your brain? Einen fulminanten Start in den Kulturherbst präsentiert der Kulturverein Melodium mit dem Damenbrassquintett Brassessoires. Die fünf Blechbläserinnen aus Oberösterreich und Bayern feiern heuer ihr 10-jähriges Bestehen und haben sich mittlerweile über Österreich, Deutschland und der Schweiz hinaus einen Namen gemacht. Das Reizvolle ist einmal natürlich ein Brassquintett mit fünf Damen, zum einen, und zum anderen die Literatur. Wie ich dann gesehen habe, was spielen die alles? Also quer durch den Gemüsegarten haben wir gesagt, das ist was anderes. Ja, es gibt ja viele Brassbesetzungen und es gibt alle Arten von Musikrichtungen, aber die machen querbeet wirklich alles und das macht es so interessant. Ja, es sind natürlich sehr besonders, sehr aufregend. Es ist ja nicht so oft, dass man Blechbläserinnen siegt, und die ist schon eine sehr beachtliche Truppe und sehr, sehr unterhaltsam. Wir spielen gern klassisch, wir spielen gern Volksmusik, das liegt uns auch, glaube ich, ganz gut. Wir spielen ein bisschen was Poppiges, wir singen auch alle ganz gern. Wir spielen nicht so viel Jazz, da sind wir nicht ganz so bewandert, aber was uns halt gefällt, das spielen wir und arrangieren wir uns zusammen, dass für uns gut passt. Aber nicht nur musikalisch wird die Bühne gerockt. Setzen Sie den Beauty-Anschein mit den Klingen am Knöchel an und ziehen Sie ihn mit leichtem und gleichbleibendem Druck. Es ist meistens so, dass wir abends nach der Probe noch zusammenhocken und dann überlegen, für was brauchen wir jetzt noch oder was interessiert uns für ein Thema und über was wollen wir reden. Und dann ergibt sich das immer total lustig. Brassessoires. Die Damen haben sich in all den gemeinsamen Jahren bereits in viele Herzen gespielt und gesungen. Und so nimmt der ein oder andere viele Kilometer in Kauf, um die Musikerinnen hören und sehen zu können. 650 Kilometer. Und warum? Weil wir die Brassessoires durch andere Konzerte persönlich kennen und kennengelernt haben. Und so ist ein Kontakt entstanden. Und dann, weil wir jetzt ein paar Jahre oder zwei Jahre durch Corona nichts war, haben wir gesagt, heute fahren wir hierher und machen dann einen Kurzurlaub. In Peuerbach. Ja. Endlich funktioniert das wieder. Und so Auftakt, kann nur vorwärts gehen. Also, und ich hoffe, dass das so funktioniert im Oktober, November bis Weihnachten, dass wir da nicht wieder irgendwelche Restriktionen haben, sondern dass wir das einfach genießen können, was da so am Programm steht. Denn am bunten Kulturherbstprogramm steht noch vieles. Einfach reinklicken auf www.kulturverein-melodium.at.